Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich darüber erzählen, wie der griechische Held Theseus und die Königstochter Ariadne die Minotauros besiegten. Doch bevor ich anfange, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, das Glöckchen zu aktivieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Schon zum dritten Mal sollte nun Athen Kreta Tribut zahlen. Die 14 jungen Athener und Athenerinnen waren schon auf dem Schiff. Wie immer sollte das Schiff schwarze Segel haben. Zum Zeichen der Trauer. Gerade in dem Moment, als es ablegen wollte, betrat Theseus, der Sohn von Poseidon und zudem ein griechischer Held, welcher schon viele große heldenhafte Taten vollbracht hatte, den Hafen. Als er die vielen traurigen Menschen sah, die das Schiff verabschiedeten, beschloss er, mit nach Kreta zu fahren und mit dem König Minos zu sprechen. Der König von Athen, Aigeus, war bestürzt, denn für ihn war Theseus wie sein eigener Sohn und ihm wollte er auch später seinen Thron überlassen. Doch er ließ seinen Pflegesohn gehen und er sagte ihm, die Götter würden mit ihm sein und sie würden ihm helfen. König Minos pflegte seine Gefangenen selbst in Empfang zu nehmen. Und so war er erstaunt, als plötzlich 15 statt 14 Gefangene dabei waren. Doch dann sprach Theseus. Er sagte ihm, dass er, der Sohn von Poseidon, mit ihm reden wollte. Er sagte, dass die Athener bereit waren, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Doch er war nicht einverstanden, dass sie dem Minotaurus zum Fraß vorgeworfen werden sollten. Theseus sagte zudem, er sei bereit, ins Labyrinth zu gehen und das Ungeheuer zu töten. König Minos lachte ihn aus. Ha, du armer Irrer! Weißt du denn nicht, dass jeder, der in das Labyrinth reingeht, nie mehr rauskommt? Und das sagte ich, der Sohn von Zeus. Theseus sagte, du? Du bist doch nicht der Sohn von Zeus. Ein Sohn von Zeus könnte nie so grausam sein. Minos sagte daraufhin, doch, ich bin der Sohn von Zeus und ich bin so grausam, wie ich es bin. Theseus sagte daraufhin, dann beweise es. Und so rief König Minos zum Himmel, Vater, hörst du mich? Beweise ihm, dass ich dein Sohn bin. Hörst du mich, Vater? Bitte, Zeus! Der Himmel blieb wolkenlos. Doch plötzlich brach ein Gewitter aus. Und ein Blitz schlug ins Meer ein. Siehst du, ich bin der Sohn von Zeus. Nun beweise du mir, dass du der Sohn von Poseidon bist. Und mit diesen Worten streifte sich König Minos einen seiner goldenen Ringe vom Finger ab und warf ihn weit ins Meer hinaus. Theseus sprang dem Ring hinterher. Viele Minuten vergingen und immer noch war nichts von Theseus zu sehen. Ach, armer Irrer, der ist doch schon bestimmt ertrunken, wir brauchen da nicht mehr zu warten, sagte Minos. Doch plötzlich sprang auf dem Rücken eines Delfins Theseus aus dem Meer hinaus und eine Welle brachte ihn wieder an Land. Auf dem Kopf trug er einen Kranz aus Edelsteinen und Rosenblüten, ein Geschenk von Poseidons Frau, der Meeresgöttin Amphitrite. Minos war sprachlos und er ließ Theseus mit in seinen Palast kommen. Dort zog er sich jedoch in seine eigenen Gemächer zurück. Nur Ariadne, die Königstochter, blieb bei Theseus, denn ihr taten die 14 Athener und Athenerinnen leid und sie wollte sie um jeden Preis retten. Und nun passierte etwas, was niemand erwartet hätte. Ariadne und Theseus verliebten sich ineinander, doch leider war es keine natürliche Liebe. Denn die Liebesgöttin Aphrodite hatte ihre Hand im Spiel. Um Mitternacht, als der König schlief, ging Ariadne zu ihrem Geliebten, denn sie war eigentlich schon dem Weingott Dionysos versprochen, und überredete ihn, in Daidalos Werkstatt zu gehen. Daidalos lebte nun wie ein Gefangener auf der Insel. Denn ursprünglich hatte ihn König Minos als Dank für den erbauten Labyrinth seine schönste Sklavin als Frau gegeben und ihm ein Haus gebaut. Doch die Sklavin war bei der Geburt ihres Sohnes, Ikaros, leider gestorben. Und seitdem lebte er wie ein Gefangener in seinem Haus mit seinem Sohn. Sie erzählte auch, dass vor seinem Haus Waffen stünden. Theseus willigte ein und zusammen schlichen sie sich hinaus. Als sie in Daidalos Werkstatt ankamen, erkannte Daidalos den griechischen Helden sofort. »Bist du nicht Theseus, der Pflegesohn von König Aigeus?« »Ja, der bin ich«, antwortete Theseus. Und hast nicht gerade du vor Jahren Periphetes, den schrecklichen Sohn von Hephaistos, getötet? Ich hab's aber nur getan, weil er eine Plage war. Er hat jeden Menschen, den er begegnet ist, wahllos
erschlagen mit seiner großen Keule. Daidalos ahnte schon, warum Ariadne und Theseus zu ihm gekommen waren. Er sagte, dass nun die Zeit gekommen wäre, dem Stier von Kreta sein Ende vorzubereiten. Alle drei dachten nach, wie man den Minotaurus töten könnte. Denn es war bekannt, dass kein Speer, kein Schwert und kein Messer je sein Fell durchbrechen könnten. Doch plötzlich hatte Daidalos eine Idee. Ihm fiel ein, dass der Minotaurus ein Halbwesen war. Er war halb Mensch und halb Stier. Und Stiere haben eine Schwäche. Immer wenn sie etwas Rotes sehen, vergessen sie alles um sich herum und werden total wütend. Und so überreichte Daidalos Theseus ein Stück von rotem Tuch und er sagte ihm, er wird nicht dich angreifen, nur das Tuch. Doch nun hatte Theseus eine Sorge. Wenn ich erstmal drin bin und den Minotaurus besiege, wie soll ich dann rauskommen? Es ist doch bekannt, dass jeder, der das Labyrinth hier betreten hat, nie wieder rausgekommen ist. Doch auch dafür hatte Daidalos eine Lösung. Er übergab Ariadne ein rotes Garrenknäuel und er sagte, Ariadne, du wirst am Eingang auf Theseus warten und das eine Ende halten. Und du, Theseus, wirst beim Reingehen das andere Ende abwickeln. Und wenn du den Minotaurus getötet hast, folgst du einfach dem Faden und kommst wieder raus. Und so taten es die beiden. Es war noch tiefe Nacht. Also schlichen sich die beiden zusammen zum Eingang des Labyrinths und verabschiedeten sich voneinander. Theseus hatte in der einen Hand das Garrenknäuel, welches er immer wieder abwickelte, und in der anderen das Tuch. Schon bald gelangte er in den runden Raum, der die Mitte des Labyrinths kennzeichnete. Und sofort, als er reinkam, witterte das Ungeheuer ihn und sprang auf. Theseus streckte das rote Tuch weit von sich. Und wie erwartet, sprang der Minotaurus nur das rote Tuch an. Und als er sprang, schlug ihm Theseus mit der Keule des toten Periphetes auf den Rücken. Und so starb das Untier. Und so drehte sich Theseus um und folgte Ariadnes Faden. Doch nun hatten beide Angst. Denn Ariadne wusste, dass ihr Vater, wenn er erst vor dem Tod des Minotaurus erfahren würde, sie beide verfolgen würde. Daidalos schlug vor, dass Theseus in den Hafen gehen sollte und in den Bug eines jeden Schiffs, welches dort stand, ein Loch schlagen sollte, denn so würde die Reparatur sehr lange dauern. Das tat Theseus. In der Zwischenzeit weckte Ariadne die 14 jungen Athener und Athenerinnen und sagte ihnen, dass der Minotaurus tot sei und sie zurück nach Athen fahren konnten. Zusammen liefen sie schnell zum Hafen. Alle waren überglücklich, dass sie überlebt hatten. Doch Theseus machte einen Fehler. Er vergaß den Gefallen, welches er seinem Vater versprochen hatte, zu erfüllen. Er hatte ihm versprochen, dass er auf dem Rückweg, falls er es wirklich schaffen sollte, die schwarzen Segel gegen rote umzutauschen. Doch Theseus hatte dieses Versprechen in seinem Glück vergessen. Und so stürzte sich König Aigeus, der die schwarzen Segel von Weitem gesehen hatte, in die Tiefe. So wurde Theseus, als er nach Athen zurückkehrte, König. Er war ein sehr guter König. Doch was geschah mit Ariadne? Ariadne heiratete letztendlich doch Dionysos, denn einem Gott konnte man seine Verlobte nicht wegnehmen. Das berühmte Garrenknäuel, bekannt als der Faden der Ariadne, ist übrigens heute noch in einem griechischen Museum ausgestellt. Man kann sich die Wut von König Minos natürlich vorstellen, als er erfahren hatte, dass seine Tochter Ariadne und der griechische Held Theseus den Minotaurus getötet hatten. Als er erfahren hatte, dass Daidalos ihnen geholfen hatte, sperrte er Daidalos und Ikaros in einem hohen Turm in den Bergen Kretas ein. Wenn ihr erfahren möchtet, ob Daidalos und Ikaros die Flucht gelingen wird, dann verpasst auf keinen Fall mein nächstes Video. Das war ein Video über die Königstochter Ariadne und den Helden Theseus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!